Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Update-Video. Heute mit dem Update 1.18.1, Combat Rebalance, betrifft in allererster Linie tatsächlich die Waffen. Und um nicht so viel Zeit zu verlieren, wir machen das wie in den anderen Update-Videos auch. Wir werden erstmal auf die Changelog-Sachen eingehen und dann noch einen kleinen Gameplay-Teil mit reinbringen, indem ich heute euch die Änderungen an Flugzeugen und an den Waffen zeigen werde. Panzer kommen dann in den Folgen danach, also nicht wundern. So, und wie gesagt, wir fangen an mit den Weapon Changes. Da geht es im Allgemeinen um den Weapon Sway, also die Waffenschwankungen. Angefangen mit dem Punkt, dass jede Waffe nach dem Schießen eine erhöhte Zeit braucht, um wieder in den Standard-Schwankmodus zurückzukehren. Des Weiteren verursacht jede einzelne Kugel nach dem Schießen eine reduzierte Schwankung. Also pro Schuss hat man halt weniger Schwankung. Es gibt jetzt eine neue Gruppierung von Waffenschwankungen, Schwankungen beim Drehen und Präzisionen und Rückstoß innerhalb verschiedener Waffengruppen. Da wurde das nämlich innerhalb normalisiert. Es gibt zum Beispiel eine Verringerung der Basisschwankung für die PPD-40 und die PPSH-41. Das DT-29 hat einen erhöhten Rückstoß. Und das MG-13, das FG-42 und die Johnson haben, wenn man sich zum Beispiel aus der Hüfte dreht, also mal eben schnell nach rechts zieht, eine erhöhte Bestrafung, also eine erhöhte Bewegungsbestrafung, einen Sway, obendrauf gekriegt. Dann gibt es ein verringertes, wo wir gerade schon bei MGs sind, verringertes Kegelfeuer oder beziehungsweise ein verringertes Mündungsfeuer von den MGs, damit man überhaupt noch was sieht. Die MGs haben des Weiteren auch eine Problematik, sag ich mal, wenn sie nicht auf zwei Beinen stehen. Man wird halt auf mehr als 50 Meter definitiv aus der Hüfte nichts mehr treffen können. Die Schadensmodifikator und Reichweitenanpassungen wurden für gewisse Waffen wie zum Beispiel die Karabiner und die PPD 40 und PPSH 41 vorgenommen. Das M1 Carabine hat anstatt 30 jetzt nur noch 15 Schuss. Und wo wir gerade beim Carabine sind, das hat jetzt ein hochklappbares Visier irgendwie bekommen, das M1 Carabine. Dann kommen wir zum Punkt der Ersatzmagazine. Da wurden für die MP34, die MP40, die Thompson, das FG42 und die Johnson jeweils ein Magazin hinzugefügt. Es geht hier um Reservemagazine, die man standardmäßig dabei hat. Ebenso wurde für die BIA zwei Magazine hinzugefügt. Und das M1 Carabine und das M1A1 Carabine, also die Club-Variante, haben jeweils 6 weitere Magazine dazu bekommen. Das hört sich erstmal sehr viel an, aber wie gesagt, die haben halt jeweils nur noch die Hälfte an Munition pro Magazin. Von daher ist es im Prinzip nur Anpassung. Als nächstes dann die reduzierte Feuerrate vom SDG-44, der AVS-36, dem M2 Carabine, dem MG-13 und der Johnson. Hört sich erstmal negativ an. Im Zuge aber der anderen Änderungen an den Waffen ist das eigentlich sogar eher von Vorteil, weil dadurch gerade beim SDG, was ich testen konnte, ist halt die Präzision immens gesteigert. Also es fühlt sich auf einmal viel, viel besser an. Die Feuerrate vom BAA und vom MG-34 hingegen wurden erhöht, was in dem Zuge dann auch wieder bedeutet, dass die Teile noch unpräziser geworden sind, wenn man sie zum Beispiel aus der Hüfte schießt. Macht aber auch gewissermaßen Sinn. Die BAA und die Johnson haben eine verkürzte Ladezeit. PPD-40 hat eine neue Halbautomatik, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und es gibt anscheinend eine verminderte vertikale Rotation beim Schießen aus der Hüfte. Bei Gewehren, bei Maschinengewehren und bei semiautomatischen Gewehren. Weiter geht's mit den Vehicle Changes, oder wie ich sagen würde, den Änderungen an Panzern, denn die betrifft es in allererster Linie. Da wurde jetzt nämlich die Fahrzeugpanzerung insofern angepasst, dass sie nicht mehr so schnell runtergeschossen wird. Sorgt in zwei Szenarien dafür, dass ihr entweder halt als schwerer Panzer von einem leichten Panzer nicht mehr so schnell runtergeballert werdet oder halt, dass ihr in einem klassischen Feuerduell einfach länger durchhalten könnt und danach noch ein zweites und drittes führen könnt, ohne dass ihr direkt nach dem ersten schon keine Panzerung mehr habt und insofern ein leichtes Ziel seid. Leichtes Ziel ist ein gutes Stichwort, denn es geht jetzt um die leichten Panzerzerstörer oder beziehungsweise auf Panzerzerstörern, die auf leichten Panzern basieren, sprich Hellcat, die Su-76 und den Hetzer. Die haben jetzt nämlich weniger Hitpoints von 1700 runter auf 1200. Das war bislang insofern ein Problem, weil gerade die Hellcat einfach den Vorteil von mittleren Panzern mitgenommen hat, viele Hitpoints zu haben und dadurch halt mit Agilität und guter Kanone ziemlich hart austeilen konnte und quasi nicht wirklich runtergeschossen werden konnte.
gerade so, wenn man bedenkt, dass die nicht alleine angegriffen haben. Das hat sich jetzt ein bisschen normalisiert, denn gerade eine Hellcat hat jetzt einfach weniger Hitpoints, keine Panzerung und dafür eigentlich jetzt nur noch den Vorteil von Mobilität und der besseren Kanone. Ist im Prinzip jetzt, hört sich böse an, aber ist eigentlich nur Ausgleich, weil bislang war sie einfach OP. Was auch noch dazu beiträgt, dass sie nicht mehr OP ist, ist der erhöhte Schadensmultiplikator bei schweren Panzerkanonen. Die machen jetzt einfach, wie es da auch steht, mehr Schaden. Größere Kaliber machen mehr Schaden. Größere Kaliber brauchen im nächsten Punkt übrigens auch jetzt eine höhere Nachladezeit. Je größer die Kanone, desto länger entsprechend dann die Nachladezeit. Die MG34 Magazine, die in Panzern montiert sind, wurden von 150 auf 75 verringert. Die DT-Magazingrößen wurden auf 63 eingestellt, alle. Und die Nachladezeiten von montierten Maschinengewehren wurden je nach Magazinkapazität angepasst. Das bedeutet, ihr ladet entweder langsamer oder schneller nach. Die Kraftstoffkomponenten vom T26 und dem Panzer IIc wurden vom Mittel auf klein gesetzt, um halt eben einen One-Shot-Kill zu verhindern. Entsprechend halt, ne, ihr könnt euch vorstellen, ein Treffer am Kraftstoff und der Panzer wäre direkt hops. Genauso ist es für die Munitionskomponenten vom Chaffee, da wurden die von einer großen auf zwei mittlere Komponenten angepasst, auch entsprechend um One-Shot-Kills direkt zu vermeiden. Die Nachladezeit vom KV-85, vom STKFZ 222, vom Panzer IIc, vom Panzer IIL und also vom Lux wurden um eine Sekunde verringert. Ob das jetzt für euch eine Auswirkung hat, die eine Sekunde, das sei jetzt mal dahingestellt. Und als letzten kleinen lustigen Punkt wurden die Nachladegeräusche vom Panzer an die Nachladezeit angepasst. Der nächste große Punkt sind die Flugzeugänderungen und bitte nicht erschrecken von der Masse, die jetzt hier auf dem Bildschirm erscheint. Ich werde das für alle, die es jetzt nicht ganz so interessiert, einfach mal als Block grob zusammenfassen. Alle anderen, die es explizit interessiert, die können sich ja die einzelnen Punkte mal konkret durchlesen, wenn euch die Werte interessieren. Ansonsten, wie gesagt, allumfassend für alle anderen. Die Flugzeuge haben allumfassend alle weniger Hitpoints, einschließlich der Paraplanes. Die halten weniger aus. Die einzelnen Komponenten, die im Flugzeug verbaut sind, halten jeweils auch weniger aus, machen aber auch weniger, haben einen geringeren Schadensmultiplikator, wenn sie getroffen werden und kaputt gehen. Die Flugzeuge an sich machen jetzt auch weniger Schaden. Das bedeutet, wenn ihr von einem Flugzeug am Boden gerade angegriffen werdet, der Luft-zu-Boden-Schaden ist reduziert. Ebenfalls natürlich auch allgemein so der Schaden gegen andere Flugzeuge. Das führt im Prinzip dazu, dass die Flugzeuge sich jetzt ein wenig mehr von den Flaks fernhalten müssen und jedes Feuer, was vom Boden auskommt, jetzt ein bisschen schwerwiegender Auswirkungen auf den Flieger hat. Ob das bei den Rickenplans ein echtes Problem wird, weiß ich noch nicht, müsste ich nochmal ausprobieren. Aber wie gesagt, so allumfassend weniger Hitpoints, weniger Schaden und ja. Wo wir gerade schon bei Flugzeugen und damit auch Fahrzeugen sind, kommen wir dann direkt zu den UI-Changes. Da wurde nämlich ein neuer Indikator für Schaden hinzugefügt. Der bisherige, der immer unten mittig am Bildschirmrand war, hat ja angezeigt, wie viel Schaden ihr gefressen habt. Ihr habt bei transparent angefangen und war dann irgendwann bei 100% rot. Frei nach dem Motto, je mehr rot, desto mehr tot. Jetzt wurde das umgeändert auf ein System, was bei 100% grün anfängt und dann bei rot endet. Frei nach dem Motto, je weniger rot, desto mehr tot. Und ja, zeigt im Prinzip jetzt den Lebenszustand und weniger den Schadenszustand an. Kann man machen, muss man nicht, ist vielleicht für neue Spieler ganz angenehm, weil die dann eher sehen, wie viel habe ich noch und weniger sehen, wie viel habe ich schon eingesteckt. Und apropos eingesteckt, die Fahrräder, die bislang eigentlich ein tolles Panzerungsmodell hatten, vorne und hinten nämlich, die haben jetzt noch links und rechts eins bekommen, um einfach in dieses System reinzupassen. Keine Ahnung, war nicht notwendig, aber ist es mit dabei, stört keinen. Beim letzten Punkt, den Map Changes, könnte ich jetzt in aller Ausführlichkeit einmal alle Punkte durchgehen und euch zeigen, was konkret gefixt wurde. Ich glaube, ich bin aber mit euch d'accord, wenn ich euch sage, dass das keinen wirklichen Sinn und Zweck hat, denn es wurde an sich gar nicht großartig was an den Karten geändert, im Prinzip nur gefixt. Zum Beispiel irgendwelche Floating, also schwebenden Objekte oder irgendwelche vergrabenen Objekte.
Großartig was hinzugefügt wurde, nämlich eigentlich nichts. Deswegen reicht das, wenn ihr euch das hier mal kurz durchlest, was hier steht, und auf der jeweiligen Karte dann einfach wohlwollend nickt und sagt, ja, schön, dass das nicht mehr vergraben ist. Ansonsten wünsche ich euch an der Stelle nämlich jetzt schon mal viel Spaß mit dem anschließenden Gameplay-Part, wo ich alle Waffen, wie gesagt, mal durchgehe und also alle wichtigen Waffen auf deutscher Seite mal durchgehe und danach nochmal eine kleine Mini-Runde fliege. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Wenn ihr das nicht gucken wollt, dann sieht man sich im nächsten Update wieder. Und schreibt ganz gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen hier in die Kommentare. Ob es euch gefällt, das Update, oder ob ihr das für irgendwie für unnötig haltet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder halt viel Spaß und macht's gut. Dann würde ich euch erstmal einen wunderschönen Tag wünschen. Willkommen zum Gameplay-Teil vom Update-Video. Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, ein Match zu finden, wo ich Flugzeuge und Panzer zeigen kann und die Infanterie. Ich habe mich jetzt aber nach hin und her darauf beschränken müssen, entweder oder zeigen zu dürfen, weil bis du mal ein Match hast, wo alles drei drin ist, also Medium Tanks mit Tank Destroyern, also der Hellcat, auf Ami-Seite, plus Medium Planes am besten noch, es ist halt, du kriegst halt entweder Light Tanks oder halt Medium Tanks und dann halt keine Flugzeuge. Ist ein bisschen tricky. Und so lange wollte ich jetzt auch nicht warten. Ihr habt es ja gesehen, es wurden Änderungen an Fahrzeugen vorgenommen, also an den Panzern in dem Fall. Es wurden Änderungen an den Flugzeugen und an der Anti-Air vorgenommen. Und es wurden halt Änderungen an der Infanterie vorgenommen. Und deswegen fange ich, glaube ich, erstmal an mit der Infanterie. Obwohl ich gerade sehe, dass unsere Kollegen gerade in der Luft ziemlich hart weggeschossen werden. Naja, vielleicht noch ein Grund mehr. Dann, wie gesagt, erstmal auf dem Boden. Das erste Kroaten, was du vielleicht... Achso, übrigens, Kroaten ist mit dabei. Fast vergessen, Mann. Guten Tag. Das erste, was man sieht, wenn man in die Fahrzeuge reingeht, das habe ich im Prototyp vielleicht nicht ganz so deutlich gemacht. Bei den... Ah, da hinten. Infanterie. Wenn du in Fahrzeugen bist, hast du jetzt eine neue Health Bar. Bedeutet, die fängt bei grün an und wird dann halt erst gelb und dann irgendwann rot. Wenn sie halt, wenn das Fahrzeug halt demoliert ist. Gut, aufgebockt ist das MG halt immer noch gleich präzise, finde ich. Da hat sich vom Prototyp auch nichts geändert. Oh. Ein Rekuit. Die Frage ist natürlich, wie verhält sich das Ganze, wenn man wirklich aktiv damit läuft? Scheißbots hier. Oh shit, ich bin tot. Ich kann... Nein, nein, ich kann mein Medikit nicht liegen verwenden. Ach, leck mich am Arsch. Okay, ich muss das MG leider doch nochmal verwenden. Ich wollte es mal im laufenden Zustand verwenden. Oder ausprobieren. Was machst du eigentlich gerade? Versuch den Punkt hier zu halten. Ah, nett. Okay, das MG geht jetzt im stehenden Zustand echt. Abend, Flip. Okay, wow. Mal ebenso mit dem MG schießen, kannst du knicken. Ja, dich habe ich noch geholt, mein Freund. Okay, das ist echt krass. Also jetzt auf Entfernung mit dem MG zu schießen, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Quasi unmöglich. Dann hatte ich eben gerade, wie gesagt, ich nehme das jetzt vor dem eigentlichen Update-Video auf, vor der eigentlichen Update-Video-Aufnahme. Hatte ich gesehen, das MG-13 hat auch eine geringere Feuerrate gekriegt. Das ist gewissermaßen ein wenig interessant, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Warte mal, das ist doch gerade im Pilot gelandet, oder? Irgendwas mit Fallschirm. Ach übrigens, ne, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Ressourcen wurden täglich erhöht. Hm.
Bin ich auch sehr zufrieden mit. Vor allem Infanterieressourcen sind halt erhöht worden. Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das stand auch drin bei 3 Fraktionen-Matches. Also wenn du zum Beispiel als Deutschland verteidigst, gegen halt Amis und Russen, dann hast du jetzt als Verteidiger mehr Ressourcen zur Verfügung. Gerade auch Infanterie. Also zumindest im Staged. Im Krieg natürlich nicht, ist klar. Wäre auch irgendwie lustig, wenn die Infanterie im Krieg ein bisschen mehr wert wäre. Übrigens, MG ist, also MG13 ist halt immer noch Meta. Geht immer noch ganz gut. Ich habe es noch nicht auf größere Reichweite geschossen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht anders verhalten. Das MG34 oder MG42 ist halt eine andere Geschichte. Das ist ein bisschen, hat halt eine höhere Feuerrate und dadurch halt ist es ungenauer. Aber MG13 ist immer noch Knorke. Ah, hat schon eine gute Arbeit geleistet. So, jetzt hoffe ich auf ein paar Leute da hinten. Ja, guck mal. Natürlich zum Snipen ist es noch nicht ganz optimal, aber das will ich auch mit dem MG13 gar nicht. Kommt denn da noch ein Infanterist? Komm, einer noch. Keiner mehr? Ja, dann. Was eigentlich mit Infanterie, die hier noch am Punkt spawnt und der Punkt dann schon eingenommen ist? Laufen die dann komplett bis zur neuen Front? Das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder die spawnen die dann einfach? Ich glaube schon, dass die da bleiben, aber die Frage ist wirklich, was sie machen halt. Stehen bleiben. So, was haben wir denn noch für eine Waffe? Was haben wir noch für eine Waffe? Sturmgewehr. Da wurde auch die Feuerrate verringert, habe ich gehört. Gelesen. Dann nehmen wir mal kurz hier den Michael Lippert. Oder ich. Oh ne, warte mal, ich zeige doch erstmal Sturmgewehr, ist wichtiger und dann gehen wir in die Luft. Vielleicht unseren Kollegen mal ein bisschen helfen, die sind nämlich wirklich hart am Struggeln, fällt mir gerade auf. Ja, übrigens, einige Panzer haben zum Beispiel jetzt eine verringerte. Was? Von wo? Als ob ich da nicht rankomme, ich werde nicht mehr. Bei einigen MGs zum Beispiel wurde jetzt das Magazin reduziert. Oder was war noch? Genau, die Hitpoints, hatte ich ja auch schon erwähnt. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. Wie gesagt, keine Panzer drin. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Und außerdem, das ist ja jetzt nicht das Wichtigste. Manche, gerade die größeren Kaliber von den Panzern, haben jetzt auch einen höheren Schaden. Bedeutet, wenn ihr jetzt mit dem Königsjäger auf eine Hellcat ballerst, du wirst die hoffentlich relativ schnell zerlegen können. Was es konkret bedeutet, keine Ahnung, wird sich zeigen. Was sagst du eigentlich jetzt zu den Waffen? Ich spiele gerade nur ein G43, also sagt dazu nichts. Ja, kannst du tatsächlich nicht. Na, ich werde aber gleich mal eine andere Waffe ziehen. Ich hatte kurz eine MP14 in der Hand, die hat wie immer gearbeitet. Ja, kommt drauf an, wie es gemoddet wurde, ne? Also Dauerfeuer kannst du mit einer MP40 mittlerweile vergessen. Feuerstöße werden jetzt deutlich wichtiger. Obwohl mir Sturmgewehr tatsächlich mit der reduzierten Feuerrate deutlich gut gefällt. Also es ist, lässt sich dadurch immer noch ganz gut spielen. Ziemlich gut spielen. Übrigens, die Johnson hat ja auch eine geringere Feuerrate. Also bevor sich jetzt wer beschwert. Boah, ich drücke hier gerade die Headshots, ne? War das meine Karre? Ja, das war meine Karre. Oh, okay, ich habe jetzt mal das neue Modell gesehen, von wegen, wenn das Fahrzeug runtergeschossen wurde. Jetzt habe ich halt keine grüne Helfbar mehr, sondern eine rote und die ist fast weg. Also quasi nicht mehr existent. Oh, C3 ist fast weg, wo wir gerade bei rot sind.
So, beim nächsten Tod gehe ich mal in die Luft. Die haben es ja bitter nötig, dass sie mal Hilfe kriegen. Uno! Dos! Aus der Hüfte schießen lässt sich auch noch ganz gut. Der hat gerade hier den Greyhound freigeschossen. Wie heißt denn das Ding? Ach egal, ich bin mal wieder drin. Genau deswegen. Ach du Heiland. Okay, doch, Sturmgewehr geht immer noch echt voll klar. Es gibt ja schon die Ersten, die beschweren sich, dass das wieder zu viel ist. Dass die Infantry Experience nicht mehr gegeben ist. Ich muss sagen, finde ich jetzt nicht. Also die Waffen lassen sich jetzt ein bisschen schwieriger spielen, ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich erwarte von dem MG halt entsprechend auch, dass es halt ungenau ist, aus der Hüfte geschossen. Ich will gar nicht, dass das präzise ist wie eine 1. Weil sind die halt nicht. Ich spiele halt ein MG. Und die haben doch. Also SDG lässt sich immer noch hervor. Ja, ja, klar. Habe ich eben gerade auch festgestellt. Gar kein Problem. Ich finde auch das MG13 ist nicht wirklich entschärft. Also diejenigen, die sich dann nur in diesem Gefilde aufhalten, die werden keine Probleme finden. Die Stage Warriors, die wahren Krieger HNGs, werden keine Probleme. Ja, die Stage Warriors. Obwohl, ich spiele im Krieg halt auch MG13, ne? Also das ist natürlich auch für Kriegsspieler geeignet. Das muss man jetzt auch mal erwähnt haben. Du tust. Also man könnte das falsch interpretieren, dass im Krieg dann alle nur noch mit G43 rumrennen. Das ist natürlich nicht wahr. Okay, Sturmgewehr ist echt kein Problem. Die ist präziser als vorher, die Waffe. Ah, nicht unbedingt, aber geht gut ab. Gut, dann nehme ich aber als nächstes das MG42 jetzt zur Hand. Ja, das wird lustig. Das hat echt einen großen Unterschied. Oh. Warte mal, bist du ein Bot? Nee. Okay, ernsthaft, das Sturmgewehr ist echt immer noch absolut im Meter. Ich muss jetzt mal in die Luft, Mann. Sonst kann ich das gar nicht mehr zeigen. Warte, wie heißt der Lukas? Ist das denn noch ein Lukas? Wir haben mehrere Lukas? Warte, wie heißt der Typ? Der heißt wirklich LukasRage33. Das ist der zweite Account von Lukas. Ich sag's dir. Okay. LukasRage. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ach, schön. So, wollen wir mit Ehre oder wollen wir ohne Ehre spielen? Ohne Ehre. Ohne Ehre? Ohne Ehre ist Focke. Ja. Okay, ohne Ehre. Koordinaten entscheidet. Hoffentlich können die noch ein bisschen halten. Das war jetzt ein bisschen doof, dass ich schon C2 vorgeprescht bin. Ist es auch nicht großartig wild, ne? Also die Flugzeuge haben weniger HP, haben keine Panzerung mehr, teilen natürlich auch weniger Schaden aus, gerade auch gegen Bodenziele. Im Allgemeinen sind die aber auch deutlich schneller down. Ja, merkt man. Ganz ehrlich, eigentlich können die dann noch wieder die, oh scheiße. Eigentlich können die dann noch wieder die Geschwindigkeiten der Flugzeuge erhöhen, oder? Wie zu damaligen Zeiten. Weißt du, da... Oh Gott, 1 Minute 13. Was mache ich denn für eine Scheiße? Ist eh egal. Ist eh vorbei. Ganz ehrlich, das wäre mal echt eine Überlegung wert, dass man die Geschwindigkeiten wieder ein wenig erhöht von den Flugzeugen. Ich fand das nämlich damals gar nicht mal so ungeil, dass die Flugzeuge so sich richtig gejagt haben, wortwörtlich. Also es waren richtige Jagdflugzeuge. Ich rede erst nicht von dieser Geschwindigkeit von damals. Das war vielleicht dann doch ein wenig zu viel des Guten. Aber so ein bisschen. Also die Hälfte davon könnte man nochmal nehmen im Vergleich zu jetzt. Ja, vielleicht erstmal so ein Viertel. Also die waren damals schon echt, echt schnell. Könnte man mal drüber nachdenken, weil wie gesagt, momentan halten die halt weniger aus.
Und dann wäre das mal wieder angebracht. Mal gucken. Haben wir eigentlich schon genügend jetzt für die eine Folge? 14 Minuten, das, wie gesagt, da kommt ja noch der Update-Part da oben drauf, von dem ich jetzt noch nichts weiß, weil der nämlich, keine Ahnung, gleich oder morgen erst auf. Von daher, ja doch, das reicht. Wie ist denn deine Meinung jetzt so, bevor ich jetzt mal in die Runde frage für die Community, frage ich erstmal dich, wie du es die Waffen wahrgenommen hast? Also Sturmgewehr ist präziser denn je. Zumindest mit meiner Meinung ist die jetzt richtig geil gewesen. Ich fand meine ich jetzt habe jetzt auch keinen extrem großen geil. Unterschied. Also ich sehe einen positiven Unterschied zu vorher. Wahrscheinlich wegen der reduzierten Feuerrate, würde ich mal vermuten. Also tatsächlich konnte ich damit perfekt zielen, ohne Probleme. Auch die Schwankungen der Waffe haben sich nicht großartig geändert, eher präziser geworden. Ich bin zufrieden mit dem Sturmgewehr. Was halt wirklich etwas hart ist, ist das MG42. Das Ding, das ist, als würdest du, ach, keine Ahnung, bei World of Warships mit einer Yamato auf 34 Kilometer schießen. Du kannst es tun, aber du triffst nicht. Wenn du nicht auflegst, triffst du nicht. Das finde ich aber auch gar nicht mal verkehrt. Wie gesagt, es ist halt ein MG. Du musst es halt auflegen, damit es vernünftig wirkt. Und aufgelegt ist das eigentlich immer noch eine ziemliche Höllenmaschine. Dann ist es wirklich sehr, sehr präzise. Aber das ist ja auch der Sinn eines Zweibeins gewesen. Richtig. Also an sich finde ich das Update sehr gelungen, muss ich zugeben. Prost. Was ich jetzt so gelesen hatte, kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen mal plaudern. Da, es gab halt, wie gesagt, schon welche, die sich ein bisschen drüber beschwert haben, dass es sich schlimmer anfühlen würde, dass die Infanterie Experience schlechter gehen würde. Hat ein namhafter Streamer mehr oder weniger im Vertrauen erzählt. Roland? Nein, 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 nein. Kann ich dann nachher sagen. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht unterschreiben, diese Aussage. Derjenige, der das gesagt hat, der spielt eigentlich eine Menge. Jetzt so der erste Eindruck, nein, würde ich nicht sagen. Mir hat es ganz gut gefallen. Ansonsten mal die Frage in die Runde im Allgemeinen, wie euch das gerne gefallen hat. Lasst euch jetzt mal von unserer Meinung jetzt nicht beeinflussen. Einfach mal frei Schnauze raus, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann sind wir durch für heute. Und dann wünsche ich euch mal einen wunderschönen Tag. Und man sieht sich wieder im nächsten Update-Video oder in einer normalen Folge in einem Stream. Bla 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 bla. Ihr wisst, liken, kommentieren, liken, habe ich jetzt doppelt gesagt. Das, was ich sonst nie sage. Tschüss. Liken, abonnieren und liken. Genau, liken, abonnieren und liken. Einfach zweimal liken. Tschüss.